Hallo meine lieben Schrauberfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, in der Küche sieht es hier ziemlich wüst aus. Hier ist absolut Großbaustelle. Was passiert hier? Der Raum zwischen oder der Platz zwischen der einen Seite, wo das Spülbecken ist, und der anderen Seite ist hier ziemlich groß. Man hat hier einen riesigen Laufweg. Also habe ich mich dafür entschieden, hier eine sogenannte Insel einzubauen. Mit einem 90er Unterschrank und einem 15er Apotheker, der da daneben ist, da auf dem Balkon oder auf der Terrasse, liegt das ganze Werkzeug, denn diese Schränke habe ich hier bei eBay Kleinanzeigen geholt. Es soll so ein Schrank entstehen wie der hier für Töpfe, Platz und so weiter und so fort und noch ein großer Schub oben, dass man Messer und so weiter und so fort schön sauber verstauen kann. Zerlegt habe ich das Ganze, weil hier unten und in der Mitte waren nur zwei große, Schubfächer, so wie die zwei hier, und ganz oben war eine Blende, weil hier ein Zerranfeld innen drin war. Ja, ich baue jetzt aus dieser Blende noch einen Auszieher, und zwar genauso einen wie diesen hier. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und wenn euch interessiert, wie das fertige Projekt hier mit dieser Insel dann final ausschaut, dann solltet ihr das Video bis zum Ende gucken. Einen 60er Unterschrank hatte ich auch noch mitgekauft. Warum? Weil ich natürlich hier die Beschläge brauche. Das sind hier Blumenbeschläge links, rechts. Und zwar habe ich hier eine Schublade von diesen 60ern missbraucht oder benutzt letzten Endes, weil ich diese Teile hier benötige, die Beschläge da benötige und ja, das Ganze hier umgebohrt habe, auch diesen Griff benötige. Was mache ich mit der Lücke, die da entsteht? Ja, ganz einfach. Da unten ist eine etwas größere, ein größeres Schubfach. Da werde ich einfach die originale Blende einfach draufschrauben, entweder mit Winkeleisen oder verstiften. Dann habe ich hier unten ein etwas größeres Fach und da zwei oben zwei kleinere Fächer. Das funktioniert auch problemlos. Jetzt gehen wir mal raus. Wie ihr sehen könnt, sind hier zwei Beschläge. Da oben fehlt ein Beschlag. Machen wir ein bisschen heller hier. Ziemlich dunkel hier gegen das Licht. Ja, vielleicht drehen wir uns einfach mal um, dann sieht man es besser. Genau, so sieht das hier auf der anderen Seite aus. Hier habe ich schon einen Strich anmarkiert, wo jetzt letzten Endes hier meine Beschläge angeschraubt werden, damit ich hier dann irgendwann mal eine Schublade oder dieses lange Schubfach, dieses 90er Schubfach montieren kann. Jetzt gehen wir mal raus auf die Terrasse und ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Im Endeffekt haben wir hier die Blende. Gut daran zu erkennen, dass hier keine Bohrungen sind, kein Griff da ist. Ich hole gerade mal geschwind die Blende von der kurzen 60er. Das ist die Blende von der 60er. Da könnt ihr sehen, die zwei Bohrungen. Und hier waren zwei 10er Bohrungen für die Blumenbeschläge. Das Ganze habe ich bereits hier schon umgebaut. Der Griff muss hier auch noch dran kommen. Und so sieht das Ganze aus. Da sind die Beschläge schon mit dran. Jetzt kommt hier nur noch ein Brett. Das Brett ist dieses graue hier. Das habe ich noch übergehabt, weil hier in diese Fassung passen nur 16 mm Bretter rein. Das muss ich auch noch zuschneiden, damit es passt. Zum Glück hatte ich da noch so eine Platte irgendwo im Schuppen rumliegen. Und wie gesagt, und dann habe ich ruckzuck hier eine Schublade. Natürlich fragt sich der eine oder andere, ja, aber dir fehlt doch das hintere Teil. Ja, das hintere Teil, das kommt ja hier falsch so rum, kommt das hier reingesteckt. Hier wird das so reingesteckt und das ist natürlich zu kurz. Was mache ich? Ganz einfach, das ganze Ding wird mit der Flex hier durchgetrennt. Dann kommt hier ein Stück Holz rein, im Prinzip so eins. 15 mm oder ein Stück von dieser Platte da. Das ist hier so eine Multiplex oder man sagt dazu auch so Schallungsplatten. Und wie gesagt, kommt dann ein Stück rein. 1, 2, 3, 4 Löcher hier, hier 4 Löcher rein und dann das Ganze festgeschraubt auf das entsprechende Maß und schon haben wir dieses Metallblech hier verlängert, denn hier sind links und rechts spezielle Aufnahmen. Und schon habe ich mir hier aus einem 60er Schrank ganz einfach hier ein neues oder ein zusätzliches Schubfach gebastelt und somit mehr Platz geschaffen. Die Beschläge werden hier mit solchen Madenschrauben fixiert. Dazu messe ich einmal mit dem Messschieber, mit der Schieblehre hier den Durchmesser, nehme einen etwas kleineren Bohrer, werde mir das Ganze hier mit den Schraubzwingen fixieren, anbohren, Madenschrauben rein und fertig. Abgemessen ist das Ganze. Woher habe ich das Maß genommen? Einfach abkopiert von dem 60er Schrank, der da hinten steht. Freunde, der erste Beschlag ist schon dran. Wie ihr seht, ich habe das Ganze hier mit einer Schraubzwinge fixiert. Wie mache ich das Ganze, damit ich auch zentriert hier schön bohre und nicht verrutsche? Ganz einfach, einen Nagel, einen Hammer, einfach mal mit dem Nagel in der Mitte einen Kernschlag und dann haben wir schon eine schöne Führung für unseren Bohrer. So mache ich das immer, wenn ich Möbel umbaue und alles von Hand läuft. So funktioniert das Ganze. Jetzt müssen wir nur noch die rechte Seite machen und dann hoffen wir mal, dass ich in der Höhe mich nicht vermessen habe und das Schubfach hundertprozentig passt.
Weiter im Projekt hier, so sieht das fertige Stück aus. Der Griff von dem 60er ist dran. Natürlich, es fällt sofort auf, er ist kürzer wie die anderen Griffe, aber was will man machen? Irgendeinen Tod muss man sterben. Ja, die Schublade, die obere, ist noch nicht drinnen. Die habe ich jetzt mal provisorisch reingemacht, um einfach zu gucken, ob ich mich nicht verbohrt habe. Aber nein, schaut her, idealer Abstand. Alles schön perfekt, alles bereits schon ausjustiert. Das passt. Den Apotheker habe ich auch sauber gemacht. Also, keine Ahnung, die Leute, die diese Küche hatten, ja, will ich dazu nicht sagen. Da ist es im Schweinestall manchmal sauberer, wenn der Bauer ordentlich da den Stall ausmistet. So sieht das jetzt erstmal hier aus, das Konstrukt. Ich habe mir hier diese Siebdruckplatten besorgt. Die sind schweineteuer. Aber wie gesagt, ich habe sie mir besorgt, habe sie zugeschnitten auf das Maß. Ich weiß noch nicht ganz genau, weil ich das Teil hier 1,40 Meter lang machen möchte und hier ungefähr 2 Zentimeter herausragen lassen möchte. Und hier hinten entweder eine 72er Arbeitsplatte von der Breite her oder eine 80er. 80er wird wahrscheinlich da wieder ein bisschen schmal werden. Möchte aber hier auch noch eine Platte reinmachen, eine Siebdruckplatte und Regale reintun. Und auf der anderen Seite kommt was richtig, richtig Cooles, weil die Arbeitsplatte wird nämlich hier um 40 cm länger sein. Hier unten drunter kommt so ein Schub rein mit einem Mülleimer. Oben in der Arbeitsplatte wird so ein ovales Loch ausgefräst mit einer Edelstahlplatte eventuell oben drauf, dass man, wie gesagt, Grünabfälle, alles was man so schnippelt, alles direkt da runterschieben kann. Es fällt alles in das Abfallsystem mit rein. Und hier an dieser Stelle, weil ich nicht so ein langes, großes Abfallsystem brauche, hier an dieser Stelle kommen nochmal 2 Regale rein. Das werde ich alles aus den Siebdruckplatten bauen und natürlich auch die Sockelleiste unten wird genauso wie auf der rechten Seite hier auch mit einer Siebdruckplatte realisiert. Wieder ein Stück weiter. Wie ich eingangs gesagt habe, habe ich hier, wie gesagt, den Griff für dieses andere Schubfach genommen. Ja, und da ich das Ding hier einfach unter meine Theke stelle, wo es sowieso keiner sieht, habe ich jetzt einfach hier das Ganze verstiftet mit so, ja, Holzdübeln. Da kann man das sehr gut sehen. Hier schauen wir mal auf die andere Seite. Hier sieht man das auch sehr gut. Wie gesagt, Löcher anmarkiert an der unteren Front, an der oberen. Ja, und das Ganze zusammen gehämmert und so sieht das Ganze aus. Da könnt ihr das Schubfach sehen. Jetzt kommt das Ganze da rein, wird sauber gemacht und wird ja unter meiner Theke seinen Platz und Dienst finden. Da kommen dann so Gegenstände rein, die man ganz selten braucht. Kleiner Zwischenstopp hier in dem Projekt in der Küche mit dieser, ja, Insel zwischen den beiden Arbeitsbereichen. Folgendermaßen sieht es aus, also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so viel Arbeit macht, vor allem wenn man so alles sauber und perfektionistisch machen möchte. Zum einen musste der ja über Kleinanzeigen erworbene, gebrauchte Unterschrank, der hier ja mittlerweile schon 20 Jahre auf dem Buckel hat, penibelst sauber gemacht werden. Dazu wird das ganze Ding zerlegt, alles schön sauber gescheuert. In der Zwischenzeit habe ich mir diese braunen Schallungsplatten, man nennt sie auch Siebdruckplatten, besorgt. Und ja, aus denen habe ich letzten Endes eine Verkleidung gebaut. Einmal hier links, einmal hier rechts so eine Wange, wie man sehen kann. Die habe ich letzten Endes auf der Rückseite. Die sind immer von einer Seite so glatt und auf der anderen Seite sind die hier so perforiert und die sind immer sehr, sehr rau. Also habe ich die hier mit dem Mirka mit einem Exzenterschleifer angeschliffen. Hier, das wird die Deckplatte sein, das zeige ich euch später. Dann hier die ganzen Kanten entgradet. Schön, dass sich hier ja keiner dran schneiden kann, denn wie gesagt, von der Tischkreissäge waren die Kanten wirklich sehr, sehr scharf oder sind zumindest hier in dem Bereich noch sehr scharf. Hier alles wirklich abgerundet, entgradet, alles schön gemacht. Die Seite ist hier schon fest. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Hier an der Rückseite habe ich so eine Nische gemacht. Hier kommen noch so 2 Bretter rein, dass man 2 Ablagefächer hat. Zum Beispiel für Geschichten wie sowas hier in Einmachgläsern, irgendwelche Tees und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt zu dieser Seite kommen, dann sind hier auch wieder 2 Fächer. Hier auch wieder schön alles entgradet. Da unten wird ein Fach sein und hier in der Hälfte, hier in der Mitte kommt auch nochmal ein Brett rein, dass wir ein 2. Fach haben. Und hier diese Lücke bleibt komplett offen. Wenn man möchte, kann man einen Mülleimer da reinschieben, den man rein rausholen kann. Oder ich mache es anders. Ich werde dann, wenn die Arbeitsplatte hier oben drauf ist, in der Arbeitsplatte, wie gesagt, so einen Schlitz hier reinmachen und dann fällt der Abfall direkt in einen Mülleimer, der hier über so einen Schubmechanismus rein und rausgezogen werden kann, rein. Ja, so viel dazu. Wir haben es jetzt Punkt 12 Uhr. Ich bin an dem Projekt jetzt hier immer wieder seit 3 Tagen dran
Und ja, morgen geht's weiter für euch natürlich jetzt. Weiter geht's. Nächster Tag ist angebrochen. Wir machen mal hier ein bisschen heller das Ganze. Was habe ich mir jetzt gebastelt? So ein Teil habe ich mir jetzt hier gebastelt. Was soll das darstellen? Das ist hier letzten Endes ein Teil meines Regals. Das kommt da unten hier so rein. So sieht es aus. Diese Wange kommt dann auch noch hier rein. Und dieses Brett, was da oben liegt, kommt auch nochmal hier mittig rein. Also habe ich zwei Ablagefächer. Das Ganze werde ich jetzt hier einmal fixieren. Dazu muss wieder die Platte raus und die da. Und dann haben wir eigentlich das hier schon fast fertig. Kleiner Zwischenstand, um dieses Regal hier bauen zu können, musste ich hier diese Platte nochmal abschrauben. Schrauben liegen da unten drin. Hier könnt ihr es sehen, damit ich das Ganze hier verschrauben und verwinkeln konnte. Wie gesagt, muss ich es abnehmen. Da unten könnt ihr sehen, habe ich einfach Hölzer reingemacht und das Ganze so gelöst. Man könnte auch Winkel nehmen. Ich habe es jetzt auf die Art und Weise gemacht. Jetzt haben wir hier zwei schöne große Fächer. Jetzt kommt das gute Stück auch wieder hier dran geschraubt. Und ja, dann geht's weiter an die Rückwand. Hier kommen auch noch zwei Regale rein. Und dann kann auch schon endlich die Arbeitsplatte drauf und die Schubladen auch wieder rein. Wieder einen Schritt weiter. Ja, ist das Ganze hier wieder zusammengebaut. Regal hier steht. Alles schön fest. Auf der Seite können wir hier auch noch ein schönes Regal sehen. Schönes, langes. Wofür ist dieses Regal? Ja, wenn man hier so schöne selbstgesammelte Kräutertees hat, kann man die da schön verstauen. Picobello, auch wenn man hier solche großen Tuben hat, bekommt man die hier problemlos rein. So sieht das Ganze aus. Ja, schöner Stauraum. Wie gesagt, wenn man es braucht, kann man es unten schön rausholen, ist schön versteckt. Dann sieht es hier oben auch etwas aufgeräumter aus. Dann hat man da wieder ein bisschen mehr Platz für andere Dinge. So sieht das Ganze hier jetzt aus. Jetzt kommt die Arbeitsplatte da drauf. Die wird nicht dauerhaft bleiben. Das ist nur eine Notlösung. Ich werde hier auch noch aus Echtholz eine Arbeitsplatte machen. Aber das vielleicht in einem separaten Video. Ja, auf die Schnelle muss jetzt erstmal hier diese 15er Siebdruckplatte herhalten als Arbeitsplatte. Das wird jetzt erstmal die nächsten paar Wochen so bleiben, bis ich mir eine Echtholzplatte besorgt habe oder ja, mir was anderes Schönes einfallen lassen habe. Hier zeige ich euch nochmal die ja selbst zusammengebaute Schublade. Die obere Blende hier, das war ja nur eine Blende, weil wie gesagt hier ein Zerranfeld drin war. Und Beschläge habe ich da aus diesem Schrank genommen, der da unten jetzt steht. Ja, das Rückblech war ja nur auf die 60er Breite von dem Schrank gemacht. Habe ich einfach in der Mitte durchgeflext, bisschen entgradet, Zinkspray drüber oder Edelstahlspray drüber. Hier ein Brett einfach eingelassen. Ich zeige euch mal das von hinten, wie das ausschaut. Genau, hier ist einfach nur ein langes Brett, damit das hier auch zu ist. Sehr stabil, also das passt bombastisch. Wie gesagt, mit vier kleinen Schräubchen, da kann man sie sehen. Vier kleinen Schräubchen, das Ganze fixiert. Die Beschläge auch noch dort in den Unterschrank eingebaut. Und jetzt haben wir natürlich eine Schublade und zusätzlichen Platz. Freunde, es ist vollbracht. Ja, die Insel steht, soweit so gut. Die Ecke wird noch verkleidet, weil da kommt noch, wie gesagt, so ein Mülleimersystem mit rein. Das zeige ich euch noch in einem anderen Video eventuell, falls ich das Ding nochmal umbauen sollte. Da kommt wahrscheinlich unten noch ein Fach rein und wie gesagt das Mülleimersystem. Ansonsten sieht das Ganze hier so aus, dass wir hier zwei große Fächer haben. Ansonsten haben wir hier unsere Auszüge, wie man sehen kann. Genau, da haben wir so einen kleinen Apotheker, den muss ich auch noch ein bisschen modifizieren, dass da die Öle reinpassen. Und so integriert sich das Ding jetzt hier einfach in diese unaufgeräumte Küche. So schaut das Ganze hier aus. Ziemlich cool. Ja, fürs Erste provisorisch auch mit dieser Siebdruckplatte hier oben. Hier haben wir auch noch, wie gesagt, schöne Regale, zwei Stück, wo man was ablegen kann. Ja, was will man mehr?